Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Am Donnerstag, wie immer Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, haben wir eine Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne mit euch über eure schlechteste Eigenschaft sprechen. Wie steht ihr zu dieser schlechtesten Eigenschaft? Steht ihr dazu oder macht diese schlechte Eigenschaft euch Sorgen? Habt ihr vielleicht wegen der schlechten Eigenschaft schon Dinge angestellt, die ihr bereut, weswegen ihr ein schlechtes Gewissen habt? Oder vielleicht gibt es auch eine schlechte Eigenschaft, die ihr so im Laufe von ein paar Jahren oder vielleicht sogar noch länger bekämpft habt, erfolgreich bekämpft habt und heute sagt, die schlechte Eigenschaft, die bin ich los. Also ich bin gespannt, mich mit euch zu unterhalten über eure schlechteste Eigenschaft. Wenn ihr mich anrufen wollt, dann macht das unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Sandra und Sandra ist 19 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo, Domian. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. So, zu unserem Thema, meine schlechteste Eigenschaft. Was ist deine schlechteste Eigenschaft? Naja, der Sex, dieser gottverdammte Sex. Der gottverdammte Sex? Ja. Wie habe ich das zu verstehen? Naja, der ist so toll und so gut und macht so viel Spaß und na, ich bin am liebsten immer und ganz doll und nie aufhören. Aha, also die Richtung, du bist sexsüchtig. Also will ich das ja jetzt nicht bezeichnen, aber ja. Na, vielleicht doch, aber... Bist du in einer festen Partnerschaft? Ich möchte wohl gerne. Ich habe da jemanden kennengelernt und mit dem möchtest du auch irgendwie eine Beziehung eingehen. Ja. Und der weiß auch davon. Und er sagt auch, ich soll das irgendwie ändern oder unterdrücken. Oder. Ach so, ja, dann erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie stark ist denn das Bedürfnis oder der Trieb? Also ich könnte wohl so einmal die Stunde, drei, viermal am Tag könnte ich wohl schon. Also. Einmal die Stunde ist natürlich heftig. Da schrecken wir Männer ja gleich zusammen. Aber ich sorge schon dafür, dass wir da nicht zusammenfallen und doch immer wieder können. hattest du eine längere Beziehung schon? Ja, klar. Meine erste Beziehung ging über 2 Jahre, meine zweite Beziehung auch über 1 Jahr und dann wurde das irgendwie immer weniger. Und der Sex wurde immer mehr. Achso, was wurde immer weniger? Habe ich nicht verstanden. Ja, die Beziehungen wurden immer weniger. Die Beziehungen wurden immer... Wie haben die Jungs, das ist ja nicht mal in 1 Jahr oder davor war es noch länger, das ist ja schon ein gewisser Zeitraum. Wie haben die Jungs das ausgehalten? Weiß ich nicht. Anscheinend hat es denen ja auch Spaß gemacht, sonst würden die es ja nicht immer wieder tun. Ja, die Frage ist ja, haben sie es immer wieder getan oder war das ja, dann... Ja, doch. Also das schon. Also es war kein... Dann wurde gewechselt. Aha, also es war dann doch schon ein Konflikt irgendwann, dass die sagten, ich will nicht so oft und du hast gesagt, ich will schon oft und dadurch ist die Beziehung kaputt gegangen? Na, dadurch alleine nicht, aber die war dann halt irgendwann mal vorbei und dann hat es keine 4 Wochen, 5 Wochen gedauert und dann war der nächste eben da. Ja, so ist das, ne? Ja. Aber im Ernst, gab es in diesen Beziehungen richtig ernste Gespräche darüber, dass die gesagt haben, pass auf, ich habe keinen Bock so oft, ich finde es irgendwie scharf schon, aber ich möchte es nicht? Ja, nee, direkt nicht. Also sonst ging das eigentlich immer. Sie haben gesagt, ja, ist wohl ein bisschen viel, aber... Mhm. So, und in den Zeiten, in denen du nicht mit einem Mann zusammen warst, in denen du solo warst, wie funktioniert es da? Wie läuft es da bei dir? Naja, ich bin sehr oft auf Tour gegangen, sehr oft in den Disc gegangen und bin sehr selten alleine wieder nach Hause gegangen. Ja. Wie viel, du bist 19 Jahre, hab ich gerade gesagt. Mal so über den Daumen, mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen in deinem jungen Leben? So. Es sind wohl 50 Stück. 50? Ja. Ja, ist schon eine ganze Menge. Also 50 Wechsel, 50 unterschiedliche und dann mit einzelnen davon natürlich ganz oft. Ja, doch, das auch. Also es waren auch einige Beziehungen, also Sexbeziehungen dabei, aber hauptsächlich war das dann 1 Woche, 2 Wochen. So, und jetzt bist du gerade im Moment in der Einflugschneise, hoffen wir für dich, in eine neue Beziehung. Genau. Wie weit ist es denn schon? Ja, weiß ich sehr. Also er weiß wohl, dass ich mich in ihn verliebt habe und er sagt auch, dass er mich ganz doll lieb hat, aber gab's er sagt schon, ihm halt... Gab es schon Sex?
Ja, klar. Ja. Was reden wir denn hier überhaupt? Wie schnell geht denn das bei dir? Bist du so eine, die zack, beim ersten Mal gleich... Am liebsten würde ich, ja. Und er hat mir dann erzählt, dass er eben nicht so einer ist, der dann sagt, er möchte ja, wieder langsam angehen. Ja, wir Männer sind halt romantisch. Wir wollen nicht gleich ins Bett mit den Frauen. Ich kann auch mit Romantik kriegen. Wir wollen auch gerne ein bisschen mal ein gutes Gespräch führen und so. Man muss sich erstmal kennenlernen und dann irgendwann kann man ja auch mal zu diesen anderen Sachen kommen. Also ihr habt schon miteinander Sex gehabt. Ja, doch. Ja. Wie lange kennst du ihn denn jetzt schon? 4 Monate, 5 Monate. 4 Monate, ja. Aber du bist ja nicht so sicher, ob er sich auch in dich verliebt hat, oder wie? Oder was? Ja, er sagt, er braucht mal ein bisschen Zeit, um mich noch besser kennenzulernen. Ja. Um sich noch sicherer zu sein, dass wenn ich wirklich mit ihm zusammen sein würde, dass ich ihm auch treu bin. Ja. Genau. Gutes Stichwort. Wenn du so scharf bist, reicht dir denn ein Mann aus? Wenn der es dann richtig tut und mir das dann so besorgt, wie ich es haben will, ich sage jetzt mal so direkt, immer ganz locker. Dann kann ich auch treu sein, also so nicht. Also. Übrigens, ihr Jungs, bitte mailt uns nicht, wir stellen euch keinen Kontakt zu Sandra her. das kenne ich schon wieder. Wenn ich solche Gespräche führe, dann müllen die Jungs uns immer zu mit den Mails, bitte, bitte, stellt uns Kontakt her und die ist so toll und die Sandra wollen wir kennenlernen. Nein, das werden wir nicht machen. Also, das sind Frauen, dann geht das schon wieder. Bitte? Was war das gerade? Ja, mit Frauen habe ich ja dann wohl auch was. Ach, mit Frauen hast du auch was? Ja. Also bist du bisexuell? Ja, doch, bin ich schon. Mit welcher Tendenz? Wo lieber hin? Ja, ich meine, so eine Frau zwischendurch ist zwar auch nicht schlecht, aber hauptsächlich natürlich der Mann. Also. Hauptsächlich der Mann. Aber du würdest dann... Mit meinem jetzigen hatte ich auch schon einen Dreier, also ganz abgesehen. Also ganz dagegen ist er auch nicht. Ja, also wenn das jetzt wirklich was gibt mit dem jetzigen... was ja noch in der Anlaufphase ist, könnte er sich denn sicher sein, dass du nicht, zumindest nicht mehr ausschwenkst in Richtung Frau? Bist du dann wirklich ganz treu, vorausgesetzt, das klappt gut mit ihm im Bett? Wenn ich dann Bock auf eine Frau habe, dann machen wir das dann doch lieber zu dritt. Dann sind dann lieber zu dritt. So, du hast ihm auch ganz, ganz klar offenbart, wie du tickst. Ja, also und er weiß das auch aus dem Grund, dass er schon länger in Oldenburg wohnt als ich. Ja. Und ich hier mittlerweile in der Umgebung doch ein bisschen... Das bekannt. Das schreckt ihn auch nicht ab. Nee, also doch, ein bisschen, klar, schon. Also er will natürlich nicht, dass er mit so einer anstrichen Nutte zusammen ist. Nein, das wollen wir nicht sagen. Nee, das muss man nicht sagen. Nee, das ist ja nur Quatsch. Also ich meine, das ist ja bei jedem Mensch anders. Der eine ist mehr ausgeprägt in Sachen Sexualität, der andere weniger. Dadurch ist man nicht gleich irgendwie... schneiden wir raus, das Wort. Das wäre natürlich optimal, wenn du auf jemanden treffen würdest, auf einen Typ, der genauso gestrickt ist, ne? Ja, man ist ja auch eigentlich so, bloß er ist nur 4 Jahre älter und hat sein Sexualleben schon sehr ausgelebt und hat einfach keine Lust, es noch weiter zu tun, weil... Naja, 4 Jahre älter ist er mal gerade 23, ne? Da ist ja noch was drin, also mit 23 ist man noch nicht so ganz ausgelebt, würde ich sagen. Da kann man da was rausholen. Also, schlechteste Eigenschaft, sagen wir so mit Augenzwinkern, ne? Oder würdest du von dir wirklich sagen, dass sich das schon belastet? Dir wäre es lieber, wenn es ein bisschen weniger wäre? Ja, doch, auf jeden Fall, weil, weiß nicht, ist ein bisschen komisch, wenn man morgens so, oh Schatzi, kann ich dir nicht schon? Und ja, ja. Dann kommst du zum Mittag, oh, ich könnte ja eigentlich schon wieder, sondern zum Abend, so, wo ist mein Abendbrot? Können wir ja gemeinsam hoffen, du bist ja erst 19 Jahre alt, dass sich das auch ein bisschen auswächst. Ich hoffe. Ja, dass es in ein paar Jahren vorbei ist. Masturbierst du zwischendurch auch kräftig? Ja, sowieso. Das sowieso auch noch. Was für eine dumme Frage. Sandra, dann hoffe ich, dass du gut zu Potte kommst mit deinem neuen Freund da. Dass ihr gut zueinander passt und dass diese schlechteste Eigenschaft sich irgendwann ein bisschen in Luft auflösen wird bei dir. Ich kann es nur hoffen. Wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. Unser Thema heute, ihr Lieben, heißt meine schlechteste Eigenschaft. Das war gerade nicht so ganz die schlechteste, aber ich möchte mich mit euch gerne über eure schlechtesten Eigenschaften unterhalten. Welche Schwierigkeiten haben euch eure schlechten Eigenschaften schon gemacht? Oder vielleicht seid ihr schon in sehr, sehr heikle Situationen geraten und habt Dinge getan, die ihr im Nachhinein bereut, getan zu haben, weil ihr eben so drauf seid, wie ihr drauf seid. Also meine schlechteste Eigenschaft, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Ninette, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das richtig, Ninette? Ja, Ninette ist richtig. Ja.
Die schlechteste Eigenschaft von Ninette möchte ich jetzt gerne hören. Meine Ungeduld. Deine Ungeduld? Das ist ganz schlimm. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich kann niemals Dinge abwarten. Ich muss immer alles sofort haben. Und das ja beinhaltet natürlich auch, dass ich ständig mein Konto überbelaste, weil ich ständig Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, aber der Meinung bin, sie haben zu müssen, sofort haben muss, obwohl das Konto vielleicht schon überzogen ist. Ja. Aber das ist nicht das wirkliche Problem. Das Schlimmste ist eigentlich, dass diese Ungeduld in meiner Beziehung einfach große Probleme macht. Mhm. Du bist in einer Beziehung? Wie lange schon? Ich bin seit Februar diesen Jahres in dieser Beziehung, kenne diesen Mann aber schon seit 20 Jahren, war schon vor 14 Jahren mal mit ihm zusammen und wir haben uns jetzt wiedergefunden. Er lebt mittlerweile in Scheidung. Ich bin Gott sei Dank nicht der Grund dafür. Und also quasi eine ganz neue junge Liebe? Obwohl ja, ihr euch eine junge alte Liebe. Ja, genau, obwohl ihr euch schon lange kennt. Und du sagst, du bist in der Beziehung auch sehr ungeduldig. Das kann man ja im ersten Moment kann man so sagen, naja gut, ist nicht so schlimm, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber Ungeduld in der Tat kann sehr nervig sein für einen anderen Menschen und kann auch viel kaputt machen. Erzähl mir so mal ein paar Beispiele in deiner Beziehung, wo du selbst merkst, da gehe ich einfach zu weit und da provoziere ich ihn vielleicht sogar sehr. Ja, das sind so alltägliche Sachen, dass er zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich rufe dich gegen Mittag an und wenn um eins der Anruf noch nicht erfolgt ist, dann ja fange ich fast schon an zu terrorisieren mit Anrufen. Und er ist selber beruflich sehr angespannt und ja, dann passiert es halt natürlich, dass er das Telefonat mal wegdrückt, weil er vielleicht gerade in einer Besprechung ist. Im Grunde weiß ich das dann und trotzdem kommt bei mir plötzlich so ein komisches Gefühl hoch und ich rufe dann immer wieder an und immer wieder. Und nervst ihn. Ich nerve. Ja. Obwohl ich das eigentlich selber völlig schrecklich finde. Wie ist das so? Weiß es, aber. Wie ist das so im Alltäglichen, wenn ihr beide gemeinsam irgendwas unternehmt zum Beispiel? Gibt es das da auch, dass du ständig immer dann alles so haben willst, wie du es möchtest? Oder fällt dir da vielleicht noch ein Beispiel ein, das du uns erzählen kannst? Ja, also es ist so, ein wirklicher Alltag existiert nicht, weil wir sehen uns meistens am Wochenende, weil wir wohnen 150 Kilometer auseinander. Ach so, na gut, am Wochenende seht ihr euch dann. Aber Wochenende ist dann halt unser Alltag und ich muss das auch immer total vollpropfen mit allem, was gut ist oder wo ich der Meinung bin, dass es gut ist. Und und erwarte da natürlich auch, dass irgendwie alles passiert, was sonst vielleicht in einer Beziehung, die einen normalen Alltag hat, ganz gelassen passiert. So, und dann fängt es zum Beispiel an, wenn er nicht die richtigen Sachen sagt, sofort, wenn ich nachfrage oder Vorschläge macht, die meiner Meinung nach richtig sind, dann werde ich halt sehr schnell ungeduldig. Oder wenn er nicht schnell genug Antworten gibt, weil er neigt dazu, dass er halt eher langsamer nachdenkt. Ja. Okay, nehmen wir mal zum Beispiel, er gibt nicht sofort eine Antwort, die du gerne hören möchtest oder die du erwartest. Wie zeigt sich dann deine Ungeduld? Also ich bohre erstmal, ich versuche es erst so ein bisschen nett und bohre ein bisschen nach und werde dann aber auch richtig sehr, sehr forsch. Also sehr ungeduldig, so fast zeternd. Ja. Und er neigt dann natürlich sofort dazu, dass er dicht macht und überhaupt keine Antwort mehr gibt. Klingt, und das steigert das bei mir noch. Klingt für mich so wie wie so eine richtige Nervensäge. Ja, ich bin manchmal. Dass ich das bin. Ja. Doch noch mal eine Frage, du hast das gerade beiläufig gesagt. Du möchtest dann auch schon mal Sachen haben und die möchtest du sofort haben. Und kaufst die dann und überziehst auch dein Konto. Hast du wegen dieser Eigenschaft, wegen dieser Ungeduld schon schlimme Schulden gemacht? Also aktuell nicht unbedingt, aber in der Vergangenheit schon. Also ich habe halt einfach oft über die Stränge gelebt, über meine Finanzen einfach und Ja, was machst du vom Beruf? Ich bin Projektleiterin, ich arbeite im Entertainment-Bereich. Ja, das heißt im Beruf, deine Kollegen sind dann auch öfters abgenervt von dir, oder? Ja, lustigerweise habe ich jetzt das erst ganz frisch angefangen, weil ich war 6 Jahre bin ich zur See gefahren. Oh. Und zwar war ich auf einem namhaften deutschen Clubschiff tätig. Aber nicht als Matrose? Nein, hauptverantwortlich fürs Entertainment und hatte 40 Mitarbeiter unter mir. Und die waren ganz oft genervt, weil ich einfach
ja, natürlich auch von denen immer alles sofort haben wollte und genauso, wie ich mir das halt vorgestellt habe. Ich sage es auch gerade ganz offen mal, wie du mir so erscheinst, akustisch, und wie du es gerade auch von dir erzählt hast, würde ich auch nicht gerne bei dir arbeiten, dir untergeordnet sein. Weil ich erahne das, dass das schnell funkt und dass du auch schnell laut wirst und vielleicht dann auch ungerecht wirst. Ja, das stimmt. Also ich meine, das einzige Vorteil, den ich habe, dass ich diese Dinge zugeben kann. Also ich hatte jetzt, Gott sei Dank, die Mitarbeiter haben trotzdem gerne mit mir gearbeitet, obwohl sie immer gesagt haben, du bist verdammt anstrengend. So, Ninette, weißt du was? Das finde ich einen ganz wichtigen Satz, den du gerade gesagt hast. Ich habe den Vorteil, dass ich das zugeben kann. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich das weiß von mir. Sowohl im beruflichen Bereich als auch jetzt im privaten Bereich. Du bist 31 Jahre alt, das heißt, da haben sich schon viele Verhaltensweisen so eingeschliffen bei Menschen. Dennoch kann man auch an sich arbeiten und sich verändern. Wenn du das jetzt schon weißt und du das auch so selbstkritisch sagst, wie du es mir gerade erzählt hast, das ist ja die beste Voraussetzung, dagegen anzugehen. Und dich immer wieder zurückzupfeifen, wenn du merkst, jetzt ist es wieder soweit. Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz mühsamer Prozess, weil du wahrscheinlich immer schon so gewesen bist. Oder? Ja. Ja. Eigentlich schon. Ja. So. Aber du kannst natürlich gerade im privaten Bereich sehr viel kaputt machen damit, sowohl in Partnerschaften als auch in Freundschaften. Und es erschwert natürlich auch den beruflichen Alltag. Gelassenheit ist das Allertollste, was überhaupt Menschen an den Tag legen können, sowohl privat als auch beruflich. Und dazu müsstest du dich trainieren. Aber wie macht man das? Tja, indem du dich immer wieder beobachtest und dass du schon Mechanismen entwickelst, wenn du hochkochst, dass du dieses Hochkochen schon wahrnimmst und dich dann zurückhältst. Das geht nur sehr langsam. Aber es geht. Ich bin sicher, dass es geht. Ja. Weil die Gefahr besteht natürlich, wenn du diese Eigenschaft, die ich jetzt schon auch wirklich ernst nehme, das ist wirklich schon eine unangenehme Eigenschaft, wenn du der noch mehr freien Lauf lässt, wie du es vielleicht schon bisher getan hast, noch 10 Jahre weiter, ist es verdammt schwierig, das rauszutrainieren. Jetzt kannst du es noch. Ja. Ninette. Dann werde ich mich wohl mal weiter beobachten. Ja, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und vor allen Dingen jetzt auch mit deiner neuen Liebe. Ja. Dass du ein bisschen geduldsamer, geduldiger bist. Geduld und Gelassenheit wünsche ich dir. Vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Meine Telefonnummer heute Nacht und überhaupt immer jede Nacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Heute Nacht aber haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt meine schlechteste Eigenschaft. Was ist eure schlechteste Eigenschaft? Sagt es mir ganz selbstkritisch. Und wenn ihr wollt, können wir darüber reden. Entweder ruft ihr an oder bitte mailt unter domian@rde. Und wenn ihr mailt, unbedingt die Telefonnummer draufschreiben. Unbedingt die Telefonnummer draufschreiben. Ich muss es leider immer wieder sagen. Eure Telefonnummer. Es geht weiter mit Vanessa. Vanessa ist 22. Hallo Vanessa. Hallo Jürgen. Hallo. Hi. Ja, die Vanessa klingt sehr sympathisch und sehr nett. Dankeschön. Aber es gibt eine schlechte Eigenschaft. Es gibt eine schlechte Eigenschaft. Und zwar bin ich nie ich selbst. Oh. Never. Was heißt das? Ich spiele immer eine Rolle. Egal wann, egal mit wem. Jetzt auch im Moment? Nein. Das glaube ich dir nicht. Aber auch ganz ehrlich gesagt, manchmal verschwimmen so meine Realitäten zwischen ich meine, ich glaube ja im Grunde meines Herzens zu wissen, wer ich bin. Wer bist du denn? Ja, Vanessa halt. Ja, beschreib mir mal die Vanessa, die du eigentlich im Grunde genommen bist. Mit so ein paar Stichworten mal. Ah, ich glaube, ich bin vom Kopf her leider nicht mehr 22, sondern mindestens 30, also ziemlich alt schon. Einfach aus der Vergangenheit heraus Dinge, die mir in der Kindheit schon passiert sind und so weiter. Also ich musste halt schon erwachsen werden. Ja. Und also ich bin auf der einen Seite sehr, sehr realistisch und auf der anderen Seite die Träumerin, die noch an den Weihnachtsmann glaubt und so weiter. Ja. Also, darf ich dich mal eben unterbrechen? Ja. Hast du eine Katze bei dir? Nein, habe ich nicht. Weil es blubbert so, als würde ein Kater ganz, ganz genüsslich vor sich hin brummeln. Nee, ja, hab ich anders. Nicht. So, das ist die Vanessa, die so eigentlich so tief in dir drin ist. Ja. Aber und was für Rollen spielst du?
Das ist unterschiedlich. Also wenn, ich kann dir nur das Beispiel nennen, wenn jetzt zum Beispiel, klar, ich bin 22, aber wenn ich irgendjemandem begegne, der mein Alter hört und der mich nicht sprechen hört und der mich in Anführungsstrichen einfach nur kennenlernt, dann habe ich manchmal das Gefühl, aufgrund meines Alters nicht ernst genommen zu werden und spiele dann auch das kleine dumme Mädchen, das, was man, glaube ich, von mir denkt. Ach so, warum spielst du das kleine dumme Mädchen? Ja, ich weiß nicht, ob das so von der Kindheit so ist, dass es einfacher ist, everybody's darling zu sein. Ja. Dass es einfacher ist, nicht auf Konfrontation zu gehen. Zweiter Hinweis auf die Kindheit. Du hast gerade gesagt, es ist in der Kindheit was vorgefallen, aufgrund dessen du eigentlich sehr früh erwachsen werden musstest. Ja. Was war das? Mein Vater ist gestorben, als ich 10 war. Oh ja, das ist schlimm. Ja. Das ist schlimm. Und hast du 10, bist du das einzige Kind in der Familie gewesen? Ja, ja. Das einzige Kind. Und der Papa ist gestorben, als du 10 Jahre alt warst. Genau. An was ist er gestorben? An Krebs. Mhm. Wie alt war er? Er war 54. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Mit 10 Jahren kriegt man dann wirklich alles. Ja, du kriegst komplett alles mit. Also er ist ja dann irgendwann relativ schnell gestorben. Also irgendwann war er im Krankenhaus und innerhalb von 4 Wochen war er tot. Mhm. Und also im Nachhinein glaube ich, dass meine Mutter mir es hätte sagen können. Dass ich glaube, dass ich... Ach so, man hat es dir nicht gesagt. Nein, als Kind ist das so, ach, Krankenhaus ist langweilig, da möchtest du nicht hingehen. Ja. Aber bist du denn mit deiner Mutter noch die letzten Tage oder Wochen zu deinem Papa ins Krankenhaus gegangen? Ja, schon. Ja, schon. War aber dir da... Nicht so, dass ich sage, also im Nachhinein glaube ich für mich, dass ich das, wenn ich es gewusst hätte oder wenn sie mir gesagt hätte, weißt du, Papa hat vielleicht nur noch 4 Wochen, dann wäre ich da jeden Tag hingegangen. Dann wäre ich auch nicht mehr zur Schule gegangen, hätte gewusst, okay, er stirbt, Schule ist unwichtig und ich wäre da geblieben. Das heißt, du machst irgendwie ein bisschen deiner Mutter schon einen Vorwurf, dass sie es verschwiegen hat? Ja, ich glaube aber, dass sie es selbst halt nicht sehen wollte. Also ich glaube, dass sie selbst halt auch diesen Schmerz, dass dein Mann da dir wegstirbt und du das siehst, sodass du nicht wahrhaben willst. Und du bist also ins Krankenhaus gegangen in der Annahme, der Papa ist krank, ist schwer krank, aber der kommt wieder. Ja, ich habe ihn auch oft gefragt. Also ich bin ihn auch ab und zu mal alleine besuchen gegangen in den 4 Wochen, vielleicht so 3 Mal, und habe dann halt gefragt, was er meint, wann er wiederkommt. Mhm. Und er meinte, dass er das nicht sagen kann, dass er das nicht weiß. Als er dann gestorben ist... Wollte ich sterben. Hm. Definitiv. Ich habe auch, ich habe immer gewusst, okay, du müsstest dich eigentlich psychologisch behandeln lassen. Das habe ich nie gemacht. Ja gut, als Kind denkt man das wahrscheinlich nicht, als 10-Jährige. Nee. Da ist man geschockt und traumatisiert. Und wie hat deine Mutter es dir gesagt? Nein, wir sind ich wurde von meiner Mutter abgeholt in der Schule mit 2 Freundinnen und die sind dann mit uns ins Krankenhaus gefahren und dann in diesen Raum, wo er da lag, und da war für mich alles vorbei. Also, Achso, da war er schon tot. Da war er schon tot. Das heißt, du hast deinen toten Papa gesehen. Ja, klar. Mhm. Ja, ja. Also ich habe auch bei der Beerdigung nicht geweint, also da ging nichts mehr, da war irgendwie keine, da konnte ich das nicht an mich ranlassen. Und heute, also ich habe mit 18, 19 dann, als ich irgendwann ausgezogen bin, dann versucht, eine Therapie anzufangen, weil ich gemerkt habe, okay, es kommt immer wieder hoch. Mhm. Du scheiterst immer an den einfachsten Dingen im Leben. Mhm. Und auch in der, ich bin schon ein offener Mensch, aber ich habe nicht viele Freunde. Mhm. Also sprich, ich war beim Psychiater und der hat mir eine Verhaltensstörung attestiert als Beispiel. Ah ja. Mhm. Also sprich, dass ich für mich sehr leicht angreifbar bin und mir alles zu Herzen nehme und Leuten sehr, also eigentlich sehr schlecht gegenüber eingestellt bin, wenn die irgendwas von mir wollen. Aber dann sind die Ursächlichkeiten ja relativ klar. Das heißt, da gab es ein 10-jähriges Kind, das hat den für das Kind unerwarteten Tod des Vaters nicht verkraftet damals. Und dieser Schock hat so viel in der Seele angerichtet, dass bis heute bist du 22 Jahre, du irgendwie mit deinem Ich, was immer das auch sein mag, irgendwie nicht zurande kommst. Nee. Was zur Folge hat, ist, dass du dich, dass du ja nicht authentisch bist. Nee, gar nicht. Dass du auch keine Freunde haben kannst. Dass du irgendwie für dich und dein Selbstgefühl durch den Wind bist. Ja, absolut. Ja, ja. Also was man aber von außen hin, das siehst du nicht. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Dass du gut auch dich verkaufen kannst und gut reden kannst und... hast du denn eine Partnerschaft schon mal gehabt, einen Freund? Ja, habe ich, aber die ist sehr problematisch. Also ich habe jetzt einen, von dem ich auch ausgehe, dass es für mich mein Mann ist. Mhm. Er ist relativ
Also viel älter als ich. Nämlich, wie alt ist er? 46. Ja. Was ich in Anführungsstrichen nicht als sehr alt empfinde, würde mein Vater heute noch leben, wäre er immer noch 20 Jahre älter als er. Mhm. Also da würden sich nicht zwei gleichaltrige Männer gegenüber sitzen. Mhm. Aber das ist eine schwierige Beziehung und ich muss mir auch von ihm öfters mal anhören, weil ich dann gerne den Spruch manchmal einbringe, vergiss nicht, ich bin Schauspielerin. Also, weil ich ja auch die Ausbildung gemacht habe. Ach so, real auch? Real auch, ja. Ach so, ich dachte, du meinst das jetzt bezogen auf dich selbst. Nee, nicht, ja, nee, ja, das ist ja auch das Schwierige. Ja, ja. Also, du hast ja die Anläufe schon unternommen, hast du gerade gesagt, mit Psychiater und Hilfe von außen. Würde ich vertiefen, Vanessa? Ja, aber weißt du, mein Psychiater sagt mir, er würde mir eine stationäre Aufenthalt mit mir raten. Das möchtest du nicht? Das muss ja auch nicht sein. Nee, sagen wir so, ich war vielleicht mit 19, 20, hatte ich irgendwann einen Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, du musst ja bereit sein, denn dein Leben außen komplett aufzugeben. Zu sagen, okay, ich rühre nur in meiner Seele rum und guck, was war da mal und baue das wieder auf. Aber ich habe diesen Punkt im Moment nicht. Also und ich will diesen Punkt auch gerade nicht. Mhm. Also, dass ich sage, ich kümmere mich nur um meine Seele. Perspektivisch wäre es sicher gut, das zu machen. Glaube ich, so wie du dich geschildert hast. Ich würde dir gerne anbieten, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Ja. Es muss ja nicht immer eine psychiatrische Behandlung sein. Es muss ja auch nicht eine stationäre Behandlung sein. Du könntest ja auch darüber nachdenken. Könnt ihr gleich ja ein bisschen reden, ihr beiden. Ob du so eine wöchentliche ambulante Geschichte machst, wo du einmal in der Woche hingehst und wo man redet und vielleicht eine bestimmte Methode dir auswählst, der Therapie und so weiter. Ja, das würde ich auch besser finden. Ja. Meine Psychologin heute Nacht heißt Anja. Anja, okay. Du legst auf und Anja ruft dich gleich an. Dankeschön. Ich wünsche alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle auch mal zwischendurch nochmal herzlich begrüßt die Zuschauer des Fernsehkanals 1 Festival, die uns auch immer zugeschaltet sind seit einiger Zeit. Freue mich, dass ihr auch da seid und sage euch auch nochmal und allen anderen das Thema, über das wir heute Nacht reden, nämlich meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte mit euch sprechen über eure schlechteste Eigenschaft. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Sieglinde grüße ich herzlich, 50 Jahre alt. Hallo Sieglinde. Hallo? Hallo. Ja, hallo Sieglinde. Guten Abend, Domian. Hier bin ich. Ja, ich seh's. Du hast mich gar nicht gehört gerade. Sieglinde, deine schlechteste Eigenschaft? Meine schlechteste Eigenschaft war die Kaufsucht. War die Kaufsucht. Ich habe eine Bitte an dich, Sieglinde. Ja? Würdest du den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen oder den Ton abschalten? Ja, du hörst das, ich auch. Ja. Ist aus jetzt. Ja. Ist okay. War die Kaufsucht? Es war die Kaufsucht. Es war die Kaufsucht. Das heißt, es war. Du bist davon befreit. Nein, ich bin nicht davon befreit, aber ich gehe aus der Kaufsucht raus, aus der Sucht. Ich bin aus dem besten Wege, mich da raus zu manövrieren. Ja. Wie lange warst du kaufsüchtig? Also ich war 20 Jahre kaufsüchtig. 20 Jahre. 20 Jahre. Darf ich mal fragen, wie viel Geld du in diesen 20 Jahren ausgegeben hast für unsinnige Sachen? Weißt du das ungefähr? Ja, ungefähr. Meine Schulden sind heute 180.000 Euro. Boah, das sind die Schulden? Ja. 180.000 Euro. Mit Zins und Zinseszins, was alles dazu kommt. 180.000 Euro. Das ist ja eine unglaubliche Summe. Ja. Was hast du alles gekauft? Auch schlimm für mich. Das glaube ich. Was hast du alles gekauft? Also ich habe 84, war mein Mann halt schwer krank, hatte einen Hirntumor und ich bin bei ihm die ganze Zeit geblieben und habe in der Zeit schon angefangen zu kaufen. Ja, für Kinder, für ihn. Die Kinder waren damals 5 und 7. Kurze Zwischenfrage. Hing das zusammen mit der schweren Krankheit, dass du da so erschüttert warst und irgendwie damit nicht zurande gekommen bist? Ja, genau. Ja. Es kam von einem Tag auf den anderen, dass eben gesagt wurde, Hirntumor. Mhm. Und da war ja meine Welt zusammengebrochen. Ja. Ist dein Mann daran dann auch verstorben? Ja, der ist im November 84 gestorben. Ja. Und ich war die ganzen Monate bei ihm. Ja. Und danach und währenddessen ging es dann, vor allen Dingen danach ging es dann erst richtig los. Ja, das war für mich wie so ein Loch, weil ich eigentlich da sowas passiert mir nie und habe immer gedacht, es gibt nur Kriegerwitwen und
Ja, dann war ich halt die Betroffene und ja, dann, meine Kinder waren 5 und 7. Ja. Da habe ich gemeint, für die muss ich die heile Welt darstellen. Ich muss nicht hauen, ich darf nicht mehr und bin eigentlich selber kaputt gegangen, weil ein Teil von mir fehlte. Mhm. Also ich war irgendwo allein mit der ganzen Sache. Das heißt, kann man das so ganz profan ausdrücken, du hast den Schmerz zu betäuben versucht durch Einkäufe. Richtig. Deine Trauer. Ja. So, dann auch immer mehr. Also das ist nicht, dass das jetzt, das ist was Schleichendes. Diese Kaufsucht, die kommt schleichend. Sag mir mal noch einige Beispiele, was alles du so gekauft hast. Ja, angefangen habe ich erstmal mit Klamotten, dass mein Mann so in der Klinik alles hatte, dass es ihm gut geht. Dann Wochenende, wenn ich zu den Kindern gefahren bin, dass die schöne Kleidung hatten. Ich natürlich auch dort. Ich hatte eine Pension, ich bin also Tag und Nacht da geblieben. Mhm. Von morgens bis abends bei meinem Mann. Mhm. Habe ihn mitgepflegt im Krankenhaus. Ja. Ja, und Wochenende eben zu meinen Kindern. Und dann wurde gesagt von meinem Vater, nein, das stimmt nicht, das wird alles in Ordnung. Habe ich gedacht, gut, wenn die das alles sagen, dann habe ich es wieder runtergeschluckt und bin wieder losgegangen und habe mich durch dieses Kaufen irgendwo, dann habe ich gewirkt, dann sah ich besser aus. Ich hatte 30 Pfund zugenommen, habe mir was Schönes, dass es nicht so auffällt und eben mein Mann die Spiele, schöne Sachen, Mütten, Trainingsanzüge, alles, was es eben dazu gab. Als dein Mann dann verstorben war, hast du dann auch später größere Gegenstände gekauft für die Wohnung zum Beispiel? Alles. Ich habe Wohnzimmer, Fernseher. Wohnzimmer? Alles, was es zu kaufen gab, was es irgendwo aussah, die haben die heile Welt, schöner Wohnen, habe ich gemacht, mit Blumen, mit allem. Was hast du denn dann, da müssen ja in diesen 20 Jahren und bei einer Summe von 180.000 Euro müssen ja Unmengen von Gegenständen zusammengekommen sein. Wo sind die alle geblieben, die Gegenstände? Also kaufen ist ja eine Sucht, die machst du ganz alleine, da kommt auch keiner mit. Das ist ja die Angst, dass das einer mitkriegen könnte. Das habe ich am Anfang auch gut hinbekommen. Irgendwann war mein Geld natürlich alle, da haben meine Eltern mir zugesteuert. Wenn dann irgendwas wieder war, hast du was Neues, habe ich gesagt, nein, das ist von einer Freundin, das ist nicht meins. Dennoch nochmal die Frage, wo sind die Gegenstände geblieben? Ja, ich habe manche wieder weggegeben. Es gibt Gläubiger, die sind nach Hause gekommen, die haben sie von zu Hause wieder abgeholt. Ja. Es kam Polizei, hat Sachen wieder von zu Hause abgeholt. Ja. Währenddessen waren deine Kinder aber bei dir und du hast die Kinder aufgezogen. Ja, die Kinder waren bei Das heißt, du warst in einer Scheinwelt? Ja, kann ich so sagen. Kann man so sagen. Und hast dich aber dennoch gezwungen dazu, die Kinder ordentlich zu erziehen und aufwachsen zu sehen? Ja, ich wollte, dass meine Kinder nach außen hin nicht aufwachsen, ohne Vater, gequengelt werden oder was, dass die mithalten konnten mit ihrem Schulkameraden. So, jetzt aber noch mit dem Geld. Warst du während dieser Zeit berufstätig? Ja, ich bin 26 Jahre im öffentlichen Dienst gewesen. Ja, das heißt, da ist regelmäßig Geld reingekommen, dennoch wahrscheinlich niemals so viel Geld, wie du ausgegeben hast. Wer hat dir denn hinterher noch Kredit gegeben nach einer gewissen Zeit? Also erst meine Eltern, dann habe ich mir Geld bei meinen Freunden geliehen. Mhm. Ja, alles, was ich so kannte, habe ich angepumpt. Ja. Jeder hat irgendwas in diesem. Und eine Sache habe ich mit der anderen irgendwo wieder ausgebügelt. Und diese 180.000 Euro, hast du die bei Privatleuten Schulden oder bei Banken auch? Bei Banken, Privatleuten, das ist überall dann. Das ist ja, es fängt ja mit einem Betrag, sage ich jetzt mal, einen blöden Betrag, 400 an. Ja. Und wenn du das über Jahre hast mit Zins und Zinseszins, bist du auch mal bei 1.800, 2.000. Mhm. Das kommt also immer noch das Dreifache dazu von dem Teil, was man gekauft hat. 20 Jahre in dieser Sucht. Nach wie vielen Jahren war dir klar, das ist nicht normal, ich bin krank? Also das erste Mal habe ich das gehabt, 94 ist mein Mann gestorben, 86, da bin ich zu einer psychosomatischen Kur. Habe auch immer gesagt, so jetzt wird's. Aber jedes Mal, wenn ich hinkam zu Therapeuten, konnten die mit der Kaufsucht nicht umgehen. Die haben immer gesagt, ach, das ist eine andere Sucht, das wird nichts anderes sein. Also, oder zeigen Sie uns mal, wie Sie einkaufen. Und ich immer, das macht man alleine. Das ist was ganz Geheimes. Ein Kaufsüchtiger macht das mit sich. Dann bist du wieder nach Hause gegangen und hast es weiter so gemacht. Aber da war schon das Bewusstsein da, ich bin süchtig danach. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, ich war kaufsüchtig. Schließe ich daraus, dass oder du bist dabei, aus der Sucht rauszukommen? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Was bedeutet das? Bist du es noch oder bist du es nicht mehr? Also ich bin auf dem Weg raus aus der Sucht. Ich kann mir sagen, dass ich 90% geschafft habe. Der Kopf arbeitet natürlich nach wie vor. Wie hast du es geschafft? Ich habe eine Gruppe gegründet in Hannover. Also, eine Selbsthilfegruppe. Eine Selbsthilfegruppe. Wir sind jetzt
5 Frauen. Mhm. Wir würden 30, aber viele springen früh ab, weil sie Angst davor haben. Mhm. Man muss sich vorstellen, Kaufsüchtige sind von den Familien schon untergebuttert, schwarze Schaf, als ja abgezirkelt überall. Mhm. Und man muss dann anfangen, wieder aufzubauen, sich aufzubauen, zu sagen, das geht nicht mehr, das will ich nicht mehr. Mhm. Und man verändert sich natürlich auch in der Zeit. Und wir reden ja nicht nur über Kaufen, sondern geben uns auch wieder Selbstwertgefühl, warum. Mhm. Und wir suchen die Lösung, woran es lag. Und das kommt, naja, man sagt so nach einem Jahr, dass wir dann bei manchen die Punkte finden. Wie lange gibt es diese Gruppe schon? Seit November 2002. Seit November 2002. Du hast sie gegründet. Ja. Das heißt, dass du jetzt auf so gutem Wege bist, hast du dieser Gruppe zu verdanken? Ja, auch. Und dass ich eben also viel angerufen werde über meine Homepage, www.kaufsuchthilfe.de, und dass die Leute auch mit mir sprechen können. Ich rede mit den Leuten. Verstehe. Aber du hast nicht dann nochmal einen Psychologen oder Psychiater in Anspruch genommen? Nein, das ging nicht. Ich bin hin und dann hieß es erstmal, sie kriegen keine Kur. Mhm. Und zu Psychiatern, wo ich gegangen bin, weil die Kur, die Sucht nicht anerkannt ist, wird sie auch nicht von den Krankenkassen übernommen. Finde ich aber ein ganz tolles Beispiel, was du da gerade erzählst, von jemandem, der so richtig tief in der Gosse liegt, dass der Eigeninitiativ wird. Du bist es geworden, du hast eine Selbsthilfegruppe gegründet und hast dich jetzt dadurch am eigenen Schopfe herausgezogen. Respekt, ja, genau. Respekt. Du hast zwar deine Schulden noch, aber du bist fast trocken, kann man ja sagen. Ja. Was heißt denn dieses Fast, du sagst die 90%, da sind ja noch 10% übrig. Das heißt, es überkommt dich doch ab und zu nochmal und du gehst raus. Naja, erstmal ist ja Kaufen, kannst du nicht, ne, Kaufen ist immer da, du gehst raus, egal wo du hingehst. Und du wirst ja jeden Tag Fernsehen, alles siehst. Und dass ich mich, dann immer brauchst du nicht, lass es, geh da jetzt nicht rein. Ja. Auch wenn du reingehst, musst du nicht. Ich rede mit mir, du Domian hat es der Frau gerade vorher gesagt, dass man sich immer selber ein bisschen zieht und sagt, nein. Mhm. Und das geht, ich kriege es hin. Mhm. Oder wenn ich ganz doll habe, sage ich, legen Sie mir die Sachen bitte zurück. Das geht ja auch. Dann gehe ich raus, schlafe in der Nacht und sage, brauche ich nicht. Deine Kinder sind mittlerweile erwachsene Leute? Ja. Ja. Wissen die von deiner Sucht? Die wissen das von Anfang an. Ich habe auch die letzten Jahre auf den Namen meiner Kinder gekauft gehabt. Ah, das auch so. Und da hat es natürlich ordentlich dann auch Krach und Krieg. Ich habe eben alle mit reingetungen, was Familie betrifft. Das heißt, diese enorme Summe von 180.000 Euro, die wirst du wahrscheinlich gar nicht zurückzahlen können mehr, oder? Nein. Wie kommt das eigentlich, dass dir steht immer noch Geld im Moment zur Verfügung? Aber wahrscheinlich nur ganz wenig, ne? Weil der Rest wird weggefändet, oder? Ich habe nicht viel Geld zur Verfügung. Ja, du bist hier ich bin jetzt berentet seit 99. Ich bin durch die Kaufsucht krank geworden. Mhm. Also ich habe Rückenprobleme. Ich bin dreimal an der Bandscheibe oben operiert. Ich habe jetzt wieder einen Bandscheibenvorfall im Rückenbereich. Ja. Was man ja auch sagt bei vielen, was trägst du auf dem Buckel? Also kommt das körperlich auch irgendwo raus. Wir haben viele, die viel essen, die Magersucht haben. Also es gibt immer Verbindungen zu anderen Krankheiten, zu anderen psychosomatischen Erkrankungen. Wenn man kaufsüchtig ist. Dennoch, Sieglinde, finde ich gut, dass du dein Schicksal da selbst in die Hand genommen hast und dass du dich ja schon so weit hast befreien können. Ja, leider wird in den Medien, ich gehe ja Medienarbeit oder mache Öffentlichkeitsarbeit, dass das Thema so zerrissen wird mit, zeigen Sie uns doch mal Ihren Kleiderschrank, dass wir der Welt zeigen, Sie sind kaufsüchtig und zeigen Sie doch mal, was Sie so anziehen. Und das habe ich schon 2002 gesagt, nein, das mache ich nicht, das zeige ich, das gehört auch gar nicht dazu, das interessiert ja keinen. Ja. Dass nur so Sender diese Kaufsüchtigen filmen möchten, am besten 4-5, wo Eltern, Geschwister, aber Oma und Opa zusprechen. Das möchte ich ja nur nochmal hier sagen, dass so, dass keiner weiß, was in diesen Geschehen Eltern ist. Mhm. Also man ist nicht das liebste Kind mehr, man ist nicht die liebste Mutter mehr. Aber ich hoffe, dass wir das ordentlich gemacht haben, das Gespräch. Und ja, dass du die Gelegenheit auch hattest, jetzt das so darzustellen und zu sagen, wie du das für richtig hältst. Liebe Sieglinde, ich wünsche dir alles Liebe, alles Vielen Gute Dank. Und wirklich Erfolg, 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 dass die letzten 10% auch noch dann der Vergangenheit angehören, demnächst. Alles ich Gute. Ich hätte einen Wunsch an dich, falls du irgendeinen guten Therapeuten wüsstest.
Ja. Wir suchen und suchen, dass sich mal irgendjemand bei uns meldet und sich dafür interessiert. Okay, pass mal auf, dann redest du gleich mit meiner Psychologin nochmal. Ja. Dann können wir ein bisschen mal rumhören und uns gemeinsam Gedanken machen. Du legst auf, Anja ruft dich an. Ja. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Ja, tschüss. An dieser Stelle Hinweis auf Samstag. Samstag ist ja wieder Promi-Tag bei uns und mein Gast, mein prominenter Gast am Samstag ist Oliver Welke, der Sportreporter, der Comedian, der bei 7 Tage, 7 Köpfe für Rudi Carrell vor ein paar Jahren eingestiegen ist. Oliver Welke. Und ihr könnt auch noch Näheres lesen überhaupt zu unseren Promis und unseren Themen unter www.domian.de. Weiter geht es mit unserem Thema. Und jetzt bin ich verbunden mit der Jay. Hi. Hi. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Jay. Jay. Jay ist wie alt? 29. Ja, genau. Jay hat wie wir alle, eine schlechte Eigenschaft. Genau. Und Jay ist jetzt so tapfer und erzählt sie in aller Öffentlichkeit, die schlechte Eigenschaft. Ja. Nämlich, erzähl. Meine ist, dass ich auf Schmerzen stehe. Oh. Dass du auf Schmerzen stehst. Ja, und ich habe eine Beziehung mit einem Sadisten. Aha, also du bist nicht, es ist keine psychische Erkrankung, dass du dir die Arme aufritzt oder so, sondern es ist eine... Ja, die Psychologen sehen das leider so, aber... Du bist, kann ich das jetzt so verstehen, im Sadomaso-Sinn? Genau, ach so, richtig. Ach, genau. Ja. Aber nicht dieser Norm, also Sadomaso schon, aber ja, in den extremen Bereich, ne? Ich bin ganz gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst. Ja. Die schlechteste Eigenschaft ist, sie steht auf Schmerzen. Ja. Findest du das eine schlechte Eigenschaft? Ja, ich irgendwie nicht, aber anscheinend alle anderen Leute. Ah, so. Weil ja. Die Beziehung, also ich bin jetzt seit 4 Monaten mit ihm zusammen. Mit dem Sadisten. Ja, genau. Ja. Er nimmt das jetzt auch auf. Hallo, Sadist. Ja. Und ja, wir leben das ja auch aus, ne? Ja, was genau jetzt? Was lebt ihr aus? Also wir leben die Beziehung so aus, dass ich eigentlich alles mache, was er sagt und ich mich von ihm auch quälen lasse, ja, weil ich jetzt auch so möchte. Ja. Und ich bestehe auf seine Konsequenz. Ja, sag mal ein paar Beispiele, wie er dich quält. Also er peitscht mich zum Beispiel aus, bis aufs Blut. Bis aufs Blut? Ja, nicht so leicht, dass die Decke tapeziert ist, ne? Aber, aber ich sag mal, dass es schon ein bisschen läuft, ne? Also er peitscht deinen Rücken und deinen Po. Mhm. So, ich meine, da muss man aber schon heftig peitschen, dass es blutet, ne? Ja gut, muss man ja. Ja, muss man. Okay, weitere Beispiele. Ja, und ich trage ja auch so ein silbernes Halsband. Ja. Also nicht in der Stadt, wo ich lebe, das geht dann nicht, aber wenn ich bei ihm bin und morgen fahre ich wieder hin, ja, dann schon. Und ja, man ist dann, wird natürlich angeguckt in der Stadt, das ist natürlich klar, ne? Was heißt silbernes Halsband? Wie, was ist das? Das ist so ein Halsband, ich weiß nicht, ob du die Geschichte der O kennst. Ja. Ja, und die hatte ja auch so ein Halsband. Hat sie. Ja, ja. Mhm. Und so eins habe ich auch. Mhm. Das ist abgeschlossen und nur er hat den Schlüssel. Ja. Ja. Das ist ein sehr hohes Halsband, ne? Wenn genau. Ja. Und es ist sehr eng. Und sehr eng, genau. Ja. Mhm. Also, wenn du morgen zu deinem Sadisten fährst, ja, dann legst du vorher das Halsband an. Genau. Und was noch? Machst du noch irgendwas am Körper? Dann ist erstmal die Begrüßung angesagt. Also, dann fährst du mit dem Halsband dahin. Währenddessen gucken die Leute dich in der Citybahn oder welcher Bahn auch immer, wahrscheinlich... Also in der Bahn noch nicht, weil ich fahre ja erst zu ihm nach Hause. Ach so, du legst dann das bei ihm da. Ja, ja, ich verstehe. Hier geht das nicht bei dir, da nee, wo du wohnst. Mhm. So, dann kommst du da an, dann wird das Halsband angelegt, ja, und dann? Ja, dann ziehe ich mich erstmal aus und dann werde ich erstmal bearbeitet. Zum Beispiel geschlagen. Ja gut, schlagen ist jetzt so ein Wort, das mag ich nicht besonders, ne? Ja. Also sagen wir gepeitscht. Genau. Was oder auch, was weiß ich, mit Brennnesseln oder Eisspray unten reingesprüht, dass man zum Schlafentzug kommt, ne, und solche Sachen. Eisspray? Ja, dieses Eisspray, was man im Krankenhaus benutzt, ne? Ja. Für Betäubung, wenn man sich einen Finger eingeklemmt hat beispielsweise. Ja, und das sprüht er dir in die Vagina, oder was? Genau. Ah, ja. Und das ruft einen Schlafentzug in vor. Ach. Ja. Ihr lieben Kleinen, bitte nicht nachmachen. Nein. Die ihr jetzt zuhört. Das ist sehr schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft. Aber nur zum Anfang, weil wenn er dann weitersprüht, weil nach einer Weile ist das ja betäubt. Mhm. Das Problem ist in der Nacht halt, man kann halt nicht schlafen, weil man die ganze Nacht ausläuft, ne? Weil man ja, weil man ausläuft, weil man auch große Schmerzen hat. Nee, das jetzt nicht. Also es brennt ein bisschen und zwickt. Aber da ist dann auch irgendwie eine Chemikalie drin, die einen weckt oder was? Ja, ja, genau. Ja. Mhm. So, dann müsst ihr wir provozieren auch in der Stadt, ne?
Ja. Also wir tun zum Beispiel so, dass wenn wir zum Beispiel im Geschäft sind, ja, dann gehe ich rein, ja, und er kommt dann irgendwann nach und wir tun dann so, als ob wir uns nicht kennen. Mhm. Und dann verwickelt er mich in ein Gespräch. Leute kriegen das natürlich mit. Mhm. Und ja, wir gucken, also wir lachen uns hinterher kaputt, wie die reagieren, mhm, weil wir machen dann schon irgendwie eine Session aus. Was weiß ich, er kauft irgendwas und ich sage, ach, das wollte ich mir auch gerade nehmen oder so. Mhm. Und dann sagt er, wenn das haben willst, musst du aber das und dafür tun. Und dann sage ich, okay, lass uns gehen. Mhm. Und die Leute, die gucken dann auch dementsprechend. Mhm. Und ja, zu Hause lachen wir uns dann halt kaputt. Das sind so die kleinen Spielchen in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Ich will noch ein bisschen in die Wohnung reingucken, wenn ihr beide alleine seid. Also die Wohnung ist an sich ganz normal. Nee, ich will einfach wissen, was da ab. Okay, es könnte ja auch sein, dass in der Wohnung verschiedene Gegenstände aufgestellt sind. Also da ist ein extra separater Raum, der gehört mir. Das ist mein Sklavenraum. Ja, was sind da so für Gegenstände? Da ist ein Bock drin, da ist ein Andreaskreuz drin. Ein was? Ein Bob? Ein Bock. Ein Bock. Ja, wo man sich drüber beugt, wenn man anal durchgenommen wird. Ui, ui, ui. So genau, so wollen wir es gar nicht ausdrücken. Also ein Andreaskreuz ist so ein Kreuz, wo man fixiert wird, ja, wo man drauf gebunden wie ein wird. Wie ein X. Steht wie ein X da. Genau, man steht wie ein X da. Ja, man kann halt nichts machen und ist ihm ausgeliefert. Wie weit geht es denn so? Ja, und? Wir sind totale Maskenfetischisten. Also ich muss Tag und Nacht dann bei ihm eine Maske tragen. Eine Ledermaske. Ja, unterschiedliche Größen, also unterschiedliche Formen. Es gibt zum Beispiel welche, wo, also für die Nacht habe ich zum Beispiel, wenn Mund und Augen offen sind, mhm, ne? Und am Tag habe ich dann auch, wo die Augen offen sind, aber am Mund so Reißverschluss ist. Mhm. Und dann gibt's noch die Strafungsmaske, wo dann halt alles komplett zu ist und nur an der Nase zwei kleine Löcher sind. Wenn man das so hört, auch wenn ich das so höre, immer wieder, wenn ich das so höre, muss ich immer ein bisschen lachen. Aber das ja, ist ja die Erfahrung haben wir auch. Ja, weil das klingt immer irgendwie merkwürdig. Oder die Leute sind entsetzt, wenn sie das hören. Mhm. Ja, die Erfahrung, genau. Entweder entsetzt oder sie können es nicht glauben. Genau. Und wir sagen dann immer, ihr könnt gerne mitkommen. Jetzt versuchen wir mal zu erklären, Jay. Ja. Sofern das möglich ist. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Was steckt dahinter, dass ein Mensch so etwas, was so normal unter normalen Bedingungen die Menschen grauenhaft finden, mhm, das schön findet. Was steckt da bei dir hinter, dass das so ist? Dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein und trotzdem sich fallen lassen zu können. Weil dazu gehört eine Menge Vertrauen. Mhm. Also ich weiß, dass er mich nie so verletzen wird, dass es mir ernsthaft schadet. Aber es ist ja auch, wie kommt es, dass manche Menschen Lust am Schmerz haben und für die meisten Menschen ist Schmerz ja was Schlimmes? Boah, das kann ich dir auch nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ja. Ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, also ich könnte zum Beispiel keine Beziehung eingehen, wo sowas fehlen würde. Mhm. Bist du denn in deinen Sadisten verliebt auch? Oder ja. Ja. Könntest du, wie alt ist der Sadist? Er ist 37. 37. Könntest du dir vorstellen, mit ihm auch eine richtige lange Beziehung zu haben? Wir sind füreinander bestimmt, das haben wir uns gesagt und wir werden uns durch nichts und niemanden trennen lassen. Klingt gut. Ist auch so. Ja, wir haben eh das Gefühl, dass wir seelenverwandt sind, weil vor 2 Jahren, also ich habe ja schon, seitdem ich 19 bin, weiß ich, dass ich auf Sadomaso stehe. Mhm. Habe auch mehrere Beziehungen hinter mir im Sadomaso-Bereich, also nur Sadomaso-Beziehungen, weil die normalen Beziehungen, weiß ich nicht, da fehlte mir immer irgendwas. Mhm. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass dieser normale Sadomaso, wo die alle drauf aufpassen, dass nun gar keine Verletzungen entstehen, mhm, da war ich an so einem Punkt und habe gesagt, Mensch, da fehlt mir irgendwas. Und das war vor 2 Jahren. Ja. Und bei ihm war vor 2 Jahren, dass er halt gemerkt hat, er möchte seinen Sadismus ausleben. Ach so. Aber wir haben uns leider erst vor 5 Monaten kennengelernt. Also du wolltest es dann eine Nummer härter haben. Genau. Als vorher. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn so 2 Leute, die so gestrickt sind wie ihr, wenn ihr, nehmen wir mal an, jetzt richtig lange zusammenbleiben würdet, mhm, könntet ihr auch eine Familie gründen und Kinder Nein, haben? Nein, also Kinder haben bei so einer... Das geht nicht. Das passt überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also da... Das geht nicht, das ist von vornherein klar. Das ist uns auch klar. Ne? Und wir verhüten auch, also das ist nicht das Thema. Ne? Ja. Also ich habe ein Verhütungsstäbchen im Oberarm und das hält 3 Jahre. Ja. Und wenn das abläuft, wird sofort ein neues wieder reingemacht. Ja. Wahrscheinlich würde man, wenn man dich im normalen Leben trifft... Würde man das nicht sehen. Überhaupt nicht erahnen. Nein. Das ist eine ganz, ganz normale junge Frau. Also hier in der Stadt, ich meine, ich habe auch Freunde, die wissen das, dass ich auf Sadomaso stehe. Ja. Die wissen aber nicht, welchen Schmerzgrad ich aushalte. Ne? Verstehe. Was machst du vom Beruf?
Ich bin gar nicht vom Beruf. Gar nicht vom Beruf? Nee, also ich bin flexibel und das, da besteht ja auch drauf. Und jobbst mal so rum? Ja, manchmal. Manchmal. Und von was lebst du? Ich lebe von Sozialhilfe. Ach so. Okay. Aber er möchte auch nicht, dass ich arbeiten gehe, ne? Ja. Hast du früher mal gearbeitet oder irgendwas gelernt? Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Hast du dich immer so durchge... Nein, das Problem ist, dass aufgrund dessen, dass man diese Neigung hat, man von Psychologen für Borderliner erklärt wird. Und somit habe ich jetzt einen Behindertenausweis mit 80%. Ja, das ist ja krass. Und darf gar nicht arbeiten gehen. Das heißt, ich kriege einen Brief. Ich habe jetzt zum ersten Mal... Aber dafür hast du... Der Psychologe schneidet ja nicht ins Haus und untersucht dich. Dafür bist du ja irgendwie zum Psychologen. Ja, das Problem ist aber, dass wenn man zum Beispiel eine Beziehung mit so einem hat, dass man Verletzungen irgendwann auch mal rechtfertigen muss. Mhm. Und da man sich das nicht kaputt machen möchte, was man sich aufbaut, sage ich immer, das war ich selber. Das ist ja heftig. Aber das ist ja schon irgendwo Sozialbetrug, was du da begehst. Das heißt, du lebst auf unserem... Ich sag denen ja, wenn ich jetzt mit einem Psychologen rede, sage ich, ich habe eine Salomaso-Beziehung, klipp und klar. Ne? Ja, ja. So, dann glauben die mir das aber nicht. Ne? Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe eine Salomaso-Beziehung. Ja. Von Anfang an, ja, wo ich den Behindertenausweis noch nicht hatte, ja, habe ich das gesagt. Und haben die gesagt, nein, das glauben wir ihnen nicht. Punkt, fertig. Ne? Ab in die Psychiatrie. So, dann war ich in der Psychiatrie, Gutachten erstellt, das wäre Borderline und zack, ne? Mhm. Weil das wird vom Staat natürlich nicht akzeptiert, dass es solche Leute gibt, die eine Salomaso-Beziehung führen. Das heißt, dir ist quasi der Behindertenausweis aufgedrängt worden. Ich will ihn gar nicht. Ja, aber aufgrund... Könntest du gerne geschenkt zurückhaben. Aufgrund dieses Ausweises wiederum kriegst du deine Sozialhilfe. Einfacher. Ja, ich würde ja gerne arbeiten, ich darf ja nicht. Verstehe. Das ist ja völlig absurd. Ja. Das ist ja völlig absurd. Das habe ich aber wirklich noch nie gehört. Ja. Das ist so absurd. Das heißt, du lebst so auf unsere Kosten. Ja, und willst eigentlich. Würdest eigentlich ganz gerne, aber man verbietet mir. Das ist ja fast. Ja, ich war jetzt auch, ich habe mir eine Behindertenwerkstatt angeguckt, ne? Ich war ja beim Arbeitsamt gewesen, weil ich gesagt habe, so, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich meine, ich bin 29, ne? Ich durfte nicht arbeiten, ne? Mhm. Ich habe auch noch nie eine Lohnsteuerkarte gekriegt. Erst dieses Jahr zum ersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass die jedes Jahr eine andere Farbe haben. Das hat mir eine Freundin gesagt. Weißt du, die haben doch gerade in Berlin neu verhandelt. Ja. Vielleicht solltest du mal nach Berlin schreiben und dass die da mal sich um solche Dinge auch kümmern. Ja. Das sind ja nun Einzelheiten. Gut, das ist vielleicht ein Ausnahmefall, aber das beweist mal wieder, wie absurd unter Umständen dieses System ist, in dem wir da leben. Also das System ist komplett kacke, da braucht man gar nicht drüber reden. Also das ist natürlich klar. Ne? Also du bist eine sehr interessante Gesprächspartnerin für mich. Allerdings läuft uns jetzt die Zeit davon, ja, Jay. Ja, weiß ich. Kann ich nur einen Satz sagen? Bitte, ja. Das ist ja so, dass ich gerne arbeiten wollen würde. Ne? Mhm. Das Problem ist aber, ich habe selbst in der Behindertenwerkstatt, die habe ich mir angucken wollen. Mhm. Und das wurde mir sogar, es wurde mir gestattet, aber gleich mit dem Satz, dass ich da nicht arbeiten darf. Ne? Mhm. So. Absurd. Und das ist halt voll scheiße. Ne? So. Weil ich würde ja gerne arbeiten gehen. Ne? Ich sage es einfach nur, ich wünsche dir auf deinem Weg, wie immer der jetzt auch aussehen mag, einfach nur viel Glück. Ja, darf ich noch einen einzigen Satz sagen? Na, aber jetzt der letzte. Ja, für Arno, ich liebe dich. Das ist der Sadist. Ja, genau. Den grüße ich auch nochmal von dir. Das sage ich ihm morgen. Jay, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne sprechen wollt, mit mir sprechen wollt über eure schlechteste Eigenschaft, dann habt ihr noch einige Minuten Zeit dazu. Versucht anzurufen oder zu mailen. Hier ist Lars. Lars ist 33. Hallo Lars. Hallo Domian. Hallo. Deine schlechteste Eigenschaft? Ich habe bisher immer meine Freundin oder Frau in der Beziehung geschlagen. Oh, ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Immer geschlagen? Ja, öfters. Also meine Frau habe ich 4 oder 5 Mal geschlagen. Ja. Die hat mich jetzt mittlerweile auch verlassen. Ja. Und davor auch? Und davor die Frau habe ich auch geschlagen und davor auch, ja. Warum schlägst du Frauen? Ich mache es nicht mit Absicht. Ich bin eigentlich ein liebensguter Mensch. Ich mache alles für meine Frauen. Nur irgendwie... Aber? Ja, ich habe immer das Gefühl, dass die mich mich ausnutzen und irgendwann sage ich so, bumm, Schluss und dann drehe ich durch und zum Beispiel das letzte Mal, wo ich meine Frau jetzt geschlagen habe, hat sie behauptet, ich würde ihr fremd gehen. Hm. Ich bin auf der Beerdigung von meinem Chef gewesen und bin dann auf den Samstagnachmittag wiedergekommen, habe meine Frau ausschlafen lassen. Wir haben eine kleine Tochter von 20 Monaten und da hat die behauptet, ach, du warst doch gar nicht auf der Beerdigung, du warst doch bestimmt bald wieder in einer Frau. Hm. Ja, also, da bin ich ausgerastet. Du hast dich in die Enge getrieben gefühlt und unberecht gehandelt gefühlt. Richtig. Hm. Und jetzt mittlerweile habe ich so ein paar... Lass mich fragen, du trinkst keinen Alkohol, du hast vorher keinen Alkohol getrunken, wenn du schlägst. Nein.
Das heißt, bei vollem Bewusstsein? Ja, also einmal ist es vorgekommen, da war, hatte ich was getrunken, aber sonst eigentlich bei vollem Bewusstsein. Wie kommt sie auf die Idee, dass du eventuell fremdgegangen sein hättest können? War es irgend vorher mal was vorgefallen? Nein, von meiner Seite, ja, es ist einmal was vorgefallen. Da war eine Frau, die hat gesagt, ich hätte was mit ihr gehabt, da war aber nichts. Hm. So, dann kamst du von der Beerdigung, deine Frau ist dir so begegnet, du hast sie geschlagen. Wie hast du sie geschlagen? Mit der flachen Hand und Ohrfeigen, 2-3 Stück. Hm. Wie hat sie dann direkt darauf reagiert? Ja, sie ist ins Badezimmer gelaufen, hat die Polizei angerufen, hat eine Bekannte angerufen, hat meine Eltern angerufen, die waren dann alle da. Mhm. Ja, und dann ist sie ab ins Frauenhaus. Mhm. Und unsere Tochter ist zu meinen Eltern. Ja, wie lange liegt dieser Vorfall jetzt zurück? Das war am 23.07., Vierteljahr. Ja, hast du deine Frau seitdem nochmal gesehen? Ja, das ist das Komische. Ich habe sie danach erstmal 2 Wochen nicht gesehen, weil sie nach Leipzig gefahren ist. Mhm. Zu ihrer Mutter. Mhm. Danach ist sie wiedergekommen. Dann fing unser Kontakt wieder richtig gut an. Mhm. Sie hat eine eigene Wohnung gefunden. Mhm. Ich habe ihr die ganze Wohnung eingerichtet. Mhm. Wir hatten sogar miteinander Sex. Mhm. Sie ist angeblich schwanger geworden. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob sie wirklich schwanger ist, weil sie mir nicht erzählt. Sie sagt, sie will abtreiben. Ich weiß nicht, ob sie abgetrieben hat. Mhm. Sie sagt mir gar nichts mehr. Und seitdem ich alles fertig gemacht habe, ich habe die Küche aufgebaut, Wohnzimmer, alles. Ich habe ihr alles eingekauft. Ich habe ihr Geld geliehen, was ich ihr mittlerweile zwar zurückbekommen habe. Mhm. Aber ich war erst die ganze Zeit wirklich für sie da. Mhm. Und seitdem jetzt alles fertig ist, auf einmal nichts mehr. Mhm. Sagt sie, du darfst nicht mehr bei mir in der Wohnung. Ich hasse dich nur noch. Du kriegst das Kind nur noch alle 2 Wochen höchstens. Wie lange warst du mit dieser Frau in Verbindung zusammen? Also wir haben uns kennengelernt Januar 2003. Ja. Dezember 2003 haben wir geheiratet. Ja. In dieser Zeit, solange ihr euch gekannt habt, wie oft ist es da vorgekommen? Mit dem Schlagen? Mhm. Ja, ich sag 4 oder 5 Mal. Bei dieser Frau? Ja. Hatte ich gerade nicht richtig verstanden, ob es bei dieser Frau. Mhm. Sie hat mich 2 Mal wegen anderen Kerl verlassen. Mhm. Ich habe sie aber immer wieder zurückgenommen, weil ich diese Frau immer noch liebe. Mhm. Ich habe wirklich alles getan für sie. Weißt du, Lars, das zieht sich ja offensichtlich durch dein Leben, so wie du es gerade geschildert hast, ne? Ja. Dass das immer wieder vorkommt. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, jemanden zu schlagen. Nein, das ist so, ich weiß es selber. Definitiv nicht. Nein. Und ich glaube, einmal, wenn man so etwas tut, einem Partner gegenüber, sollte man gehen. Es sei denn, dieser Partner entschuldigt sich wirklich unglaublich und erklärt sich und weiß ich was, dann kann man vielleicht auch vergeben oder man sollte vielleicht auch vergeben. Aber wenn es immer und immer wieder vorkommt, apropos entschuldigen, entschuldigst du dich? Ja, derbe. Ich sage ja, ich hab für meine Frau da alles, zum Beispiel das erste Mal, wo sie abgehauen ist nach Leipzig, ich habe in Leipzig alles für sie getan. Sie brauchte was, ich habe ihr Geld überwiesen, habe ihr das... Ja, aber weißt du, man kann es natürlich mit solchen Dingen nicht wieder gut machen. Nein, ich habe es aber auch so, ich war immer man für sie da. Ja. Sobald sie Probleme hatte, sie konnte jede Nacht, sie hat bei mir angerufen und hat gesagt, Lars, ich habe Probleme, kann ich mit dir reden? Ich war immer für sie da, Tag und Nacht. Also ich finde, die Grundfrage, die du dir stellen solltest, ist, wenn das so oft schon passiert ist in deinem Leben, warum ticke ich Lars, warum ticke ich in bestimmten Situationen immer so aus, dass ich nicht Herr meiner selbst bin? Warum? Warum ist das so? Ja, das frage ich mich auch. Das ist die Grundfrage. Domian, deswegen rufe ich bei dir an, ob du mir die Antwort drauf geben kannst. Ja, die kann ich dir natürlich jetzt nicht ad hoc so geben, aber ich meine, das ist die Grundfrage. Und wenn man das nicht schafft, das alleine zu bewältigen, dann muss man rausgehen und sich Hilfe suchen. Hast du schon mal, ich habe schon so viele Psychologen hier einfach versucht anzurufen. Du kriegst einen Termin erst in 3 oder 4 Monaten. Das ist dann auch wurscht. Du hast so viele Jahre Frauen geschlagen, ist es kein Argument zu sagen, nee, das dauert jetzt 3-4 Monate, ich lasse das ganz sein. Dein Grundanliegen, Lars, muss doch sein, auch erstmal auf die Zukunft gesehen, es werden hoffentlich neue Beziehungen kommen und neue Frauen in dein Leben, dass das nie wieder passiert. Dass du dir dann auch eben dein eigenes Glück nicht kaputt machst durch sowas. Das muss doch ganz oberstes Ziel für dich sein. Oder? Das stimmt, ja. Ja. Pass mal auf mit den Wartezeiten, das ist mir schon klar, dass das ein Problem ist. Ja. Dennoch sollte das kein Grund sein, dass du es nicht angehst. Ich möchte aber trotzdem, dass du noch mal ein paar Sätze mit meiner Psychologin sprichst. Ja, das wäre lieb, ja. Ja. Dann legst du auf und Anja ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Lars. So, meine Lieben, das war unser Thema. Meine schlechteste Eigenschaft in der Technik war Volker Tarke.
Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne morgen mit mir reden wollt, ganz egal über was, meldet euch jetzt per Mail oder morgen eine Stunde vor der Sendung anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder dann halt während der Sendung. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sagt Tschüss.